Hey Freunde, willkommen zurück zum Megaprojekt. Einen Haufen Erze haben wir hier noch. Da muss ich irgendwann nochmal ran und die abbauen. Aber bis dahin geht es erstmal darum, hier eine wunderschöne Treppe hinzusetzen. Der Strom reicht noch dank Hover Mode. Und als nächstes kommt wieder, wer hat's erraten, genau, eine Streppe. Was ist das denn? Mischung aus Straße und Treppe. Eine Treppe geradeaus. Und dann. Jetzt habe ich ein bisschen die Ohren. Ach so. Und dann wieder das nächste kleine L. Ja, das ist ja tatsächlich Treppenbaukunde für Fortgeschrittene bei Skate 702. No. Und Flugkunde auch für Fortgeschrittene. Das ist echt nicht easy. Ein Glück, dass ich hier mich durchweg an der Wand bewege. So weiß ich wenigstens, wo mir der Kopf hängt. Muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass das Ganze hier noch ein schönes Maß hat. Aber das sieht schon sehr gut aus hier. Guck, da haben wir die drei wieder. Jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir noch runter? Ich denke, bis auf diese Ebene. Da sollten wir noch so halbwegs um die Treppe rumkommen. Sehen wir dann gleich. So, jetzt kommt wieder ein Gerade. Cool wäre es, wenn wir so in der Kurve gerade so weit wären, aber das weiß ich nicht, ob das klappt. Nein. Aber die Idee an sich ist nicht schlecht, dass wir das jetzt von hier aus bauen. Ganz im Ernst, da wirst du sonst noch wahnsinnig. So. Also, das war der Gerade, genau. War das der schon? Ja, tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt das nächste kleine L. Nein, geht weg. Dass die immer in zwei zerfallen müssen. Da haben sie wirklich, da ist noch ein Fehler drin. Das ist noch nicht so schön programmiert. Drei. Aber das würden sie nie fixen. Ganz im Ernst, Mojang, wir haben wesentlich Besseres zu tun, als sich um so minimalistische Probleme zu kümmern. Aber immerhin, dass man die inzwischen oben und unten hinsetzen kann, damit haben sie vielen, vielen Spielern schon erheblich Freude bereitet, sage ich mal. So und so. Und wie viel fehlt dann noch? Eigentlich nur noch eins, kann das sein? Hitler kann das sein? Nein, 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 nein. Habe ich meine, ich bin sogar echt richtig. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den. Nicht den, sondern den. Wieder so ein unlustiger Witz. So. 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 Und ich meine, ich bin auf der Höhe, die man braucht. Ja, perfekt. Unsere Wendeltreppe an sich steht. Das war der schwierige Teil. Und es ist tatsächlich so, dass hier ein 4x4 Abstand zwischendurch geht, durch den wir wieder einen Drop bauen können. Ob der jetzt so gut sein wird, dieser Drop, ist eine andere Frage, weil ich halt hier durchaus noch dran gebunden bin. Aber zumindest von hier aus kann man sich dann runterfallen lassen, denke ich mal. Vor allem dann, wenn es laggt. Gut, aus was bauen wir die Plattform, die ich jetzt noch hier hinsetzen möchte? Irgendwie habe ich Bock, die aus Holz zu bauen. Das war so meine erste Vorstellung, dass ich die aus Holz bauen kann. Wenn wir mal so drüber überlegen, hier so viel Cleanstone, dazwischen drin einfach so eine Holzplattform, passt. Kriege ich das nächste Holz hoch, vielleicht am anderen Ende der Wendeltreppe. Oh, das ist natürlich, da sifft's noch ein bisschen. Das wird dann aber noch. Wie viel Holz brauchen wir da? Wahrscheinlich so ein Stack, also ich denke mal, das wird so halbwegs reichen. Ja, das ist cool. Das macht Spaß. Und das natürlich noch nicht. Okay, das ist vor allem so nah an der Wand, wie ich es mir wirklich. Also, ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Wir haben das jetzt gerade auf gut Glück hier hingesetzt. Aber das sieht wirklich, das sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem ist es genau dieselbe Höhe, wenn man sich das mal anguckt. Wir sind jetzt hier auf 42 und hier drüben 42. Das heißt, wir können hier tatsächlich so ein Eckteil hier hinsetzen. Tatsächlich wird dieser Dinger hier immer da sein. Den kriege ich auch nicht weggebaut. Sieht auch irgendwie komisch aus, wenn der weg ist. Das ist halt die Quarry-Ablagerung. Aber beziehungsweise, zumindest bis hierhin können wir das Ganze so wunderschön bauen. Ist auch die Frage, ob wir es bis zum Rand hinziehen oder nicht. Ich mache das jetzt einfach mal theoretisch hier. So. Weil ich es doch irgendwie ziemlich cool finde. Und was wir jetzt hier machen können. Das ist noch cooler. Wir können sogar hier die hier auffangen. So langsam gefällt mir das wirklich, wirklich gut hier. Ach, da haben wir noch den Kram. Okay.
Die müssen wir natürlich ein bisschen mehr ausleuchten. Hier könnten Zombies spawnen. Wir bauen nochmal einen weiter. Und ab jetzt geht's von hier weiter. Was wir dann hier machen werden, wir werden hier einzelne Plattformen wahrscheinlich reinziehen, wo man, von wo man dann irgendwo anders hinbauen kann. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier unten hinsetze. Ganz im Ernst, Leute, wir haben hier so viel Platz. Wir haben unser komplettes Grundstück untergraben. Ja, tatsächlich untergraben. Nein? Okay, das war's mit dem Holz. Wir brauchen mindestens nochmal einen Stack mehr. Eigentlich einen Stack und einen Haufen. Soll ich jetzt tatsächlich schon? Ja, wir fangen tatsächlich hier schon an. Die Frage, baue ich hier wirklich ein Häuschen hin? Nee. Ein Stack Holz und ein Haufen Zäune. Also so 64 Zäune. 64, zwei Zäune kriegt man aus 6 Sticks. Das heißt, ein Zaun sind 3 Sticks. Das heißt, wir brauchen 3 Stack Sticks. Das heißt, wir brauchen 1,5 Stack Holz. Okay, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet. Holztruhe. Hier. Das machen wir einfach mal schnell klein, gucken, was da rauskommt. 1,5 Stacks Holz. Oh, dann müssen wir es noch schnell aus Yuyu Matter. Das wird uns wahrscheinlich reichen. Kannst du mal aufhören zu regnen? Das ist ja ekelhaft. So, her damit. Das reicht. Eine, die gerade frei ist. So, euch mache ich klein. Das reicht. Oder? Keine Ahnung. So, so. Oh, das reicht doch noch nicht. Was haben wir hier noch so an Zeug rumliegen? So, so, so. 42, das sollte reichen. Wenn nicht, kommen wir nochmal schnell hoch. Ist gerade zufällig Nacht, sodass ich essen gehen kann. Essen gehen, schlafen gehen kann. Weil das nervt mich echt ein bisschen. Also das ist so ein konstantes Grundrauschen, dieser blöde Regen. Der hört sich zwar zugegeben relativ realistisch an, aber ich bin kein Regenfreund in Minecraft. Also, naja, man kann ihn auch ausstellen und so weiter, aber dann sieht man nie, wenn es regnet und ist dann nicht vorgewarnt, wenn man gegen Zombies am Tag kämpft. Und das ist auch nicht so toll. Genauso wie den Chat ausstellen. Hatte ich mir auch eine Zeit lang überlegt, wegen dieser Chat-Diskussion immer. Aber das ist eigentlich auch keine Lösung. Weil dann kriegst du nicht mehr mit, wenn irgendwas Wichtiges gerade ist. Du weißt, wie schlafen gehen. Dann bist du einfach so, hey Skate, reagier mal. Hey Skate, hey Skate. Und du machst einfach nichts, ne? Weil du es einfach nicht mitkriegst. Das ist auch nicht so cool. 3 drumherum, also jetzt nochmal 1 und dann passt das eigentlich. Vielleicht können wir Hängebrücken bauen, wir können irgendwelche Maschinen hier hinsetzen. Ne? Können auch einfach irgendwelche Drogen... Tests und illegale Labore hier unten hinsetzen. Keine Ahnung, was wir mit dem Platz hier machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal welchen. Ja. Das passt so. Eigentlich, ne, ich baue es noch eins weiter. Sonst ist das hier so eng und wir haben ja den Platz. Weißt du, da habe ich schon einmal Platz, ne? Und was mache ich? Oh, das reicht jetzt vom Platz. Nur nicht zu viel davon verschwenden. Ach komm, leck mich, Alter. Wir können hier die halbe Welt unterbauen mit dem Platz hier unten. So. Huch, komm her. Ein Glück, dass wir genug Holz haben. Jetzt ist es wahrscheinlich besser, oder? Wenn wir jetzt hier die Dinger hinsetzen. Ja, das ist angenehm. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich sehe nichts. Ach. Hier natürlich auch nichts. Ich habe jetzt wieder gehört, ich soll mal wieder einen Shader reinmachen. Stimmt da irgendwie auch. Aber hier unten ist er so ein bisschen langweilig. Weil der macht ja letztlich nichts. Na, da müssen wir mal schnell den Hilfsstone weghauen. Sieht nämlich nicht so toll aus. Und das würde ich sagen, das kann man durchgehen lassen. Also hier die Seitendinger lasse ich mal noch frei. Und, doch. Mhm. Können wir so lassen, würde ich sagen. Das ist also hier unsere erste Base. Und wenn man das jetzt von ein bisschen weiter weg anguckt... Muss man sagen, das sieht schon irgendwie cool aus hier. Also diese Wendeltreppe, die gefällt mir vom Stil her. Die ist so ein bisschen gezackt, das sieht cool aus. Okay, also weiter geht's im Text. Als nächstes mit, hier nochmal ein bisschen mehr Licht F7. Ich finde das wirklich furchtbar, wenn das in Minecraft so dunkel ist. Das sieht man einfach so wenig, das ist so hässlich einfach. Die machen wir noch hier drauf. So, also ordentliche Ausleuchtung haben wir auch.
Als nächstes, bevor wir hier irgendwelche Erze abbauen oder sowas, kümmern wir uns mal hier drum, dass der Weg hier schön wird. Also das hier kommt alles so weg. Der Kabel hier geht auch flöten, da kommt gleich Cleanstone rein. Jetzt dürfen wir nämlich ein bisschen hier auskleiden, sage ich mal. Und vor allem müssen wir hier eine halbe Chest zerstören, ne? Sogar die ganze. Das heißt, wir dürfen die Chest ausräumen. Oh, muss das jetzt sein, Alter? Da machen wir erst unser Inventar dafür leer. Aber das schaffe ich noch in diesem Part. Und dann schaffen wir es im nächsten, unsere Treppe hier vollständig auszukleiden. Und dann kann ich danach mir wieder was Neues überlegen. Das ist cool. Wir kommen ganz gut voran, auch wenn ich momentan, wie gesagt, wegen Zeitdruck und so weiter nicht mit anderen Leuten aufnehmen kann. Aber irgendwie sind die eher alle im Urlaub oder so. Hey, vielleicht zum Heulen, dass die Schweine immer weglaufen. Nahrungstruhe ist diese hier. Dass wir schon wieder ein Steak haben. Hey, Nahrungsprobleme werden wir auch nie wieder welche haben. Gut, der Kabel. Den kriegen die Schweine. Kannst du fressen, hier. Kann ich nicht mehr rüberwerfen. Das halte ich aber für ein Gerücht, dass ich den nicht rüberwerfen kann. Boah, weg damit, mit diesem Schund. Die Sachen, die ich eh gleich einsammeln werde, kann ich mal noch schnell im Inventar behalten. Das heißt, Erde werde ich nicht einsammeln. Die wurde vollständig zerstört. Stell dir mal vor, wie voll die Truhen wären, wenn ich noch Erde mit eingesammelt hätte. Meine Güte. Da hätte ich aber keine Freude mehr gehabt. Das haben wir hier unten. So, Amber. Das ist was für diese Truhe. Der hier gehört hier unten rein. Und dann haben wir noch eine Menge Holz. Holz lagere ich gerne hier zwischen. Und ein paar Zäune, die gehören hier rein. Naja, so langsam läuft das ja doch. Und noch Slabs, die gehören eigentlich auch hier rein. Gut, auf geht's, Truhe leeren, damit wir da unten ein bisschen mal vorankommen. Krass, wie einfach auf so wenig Platz alle Maschinerie steht, die ich benötige. Ja, ich habe keine Shortcuts drin, weil irgendwie kommt dann immer wieder dieser Bug, den ich mir nicht erklären kann. Na, immerhin haben wir fast alles aufnehmen können. Das Schöne ist, das gehört ja jetzt alles in dieselbe Truhe rein. Oh Gott, stell dir mal vor, wie viel Lava das gewesen wäre, ne? Jede Lava sind 20.000 Energie. Jetzt stell dir mal vor, allein ein Stack Obsidian, der sich hier gebildet hat. Was für Energie wir hier verschenkt haben. Und trotzdem ist es mir scheißegal, weil ganz im Ernst, unser MV macht halt auch ordentlich seine Arbeit, wa? Fertig. Kein Dust. Wir haben mal Diamanten übrig. Das ist auch ein neues Gefühl, dass wir einfach mal so Diamanten rumliegen haben. Zu den Bars kommen auch die ganzen... Ja, den Obsidian, den hauen wir jetzt auch einfach mal hier rein, würde ich sagen. Kohle haben wir natürlich jetzt auch ordentlich durch diese Quarry bekommen. Leiter und ein Stone Slab. Die behalten wir jetzt einfach mal. Noch eine Truhe, die wir nachher ausräumen müssen. So, diese Truhe ist Geschichte. Die anderen lassen wir vorerst jetzt erstmal hier. Ach, die dürfen wir ja auch noch ausräumen. Oh, ist das angenehm, hey. Eigentlich sollte ich ja nicht heulen. Ich meine, das hier sind Rohstoffe für die nächsten 100 Jahre, aber... Jetzt können wir mal zwischendrin sortieren, dann hat man hier auch mehr Ordnung. Ah, guck mal, das kann sogar gut aussehen. Das hier hoffentlich auch. Nee, aber so halbwegs. Alter, das alles klein zu braten. Ach, guck mal, der Dena ist da. Junge. Muss doch seine Leute richtig begrüßen. So. Aber er reagiert gar nicht, die Sau. Kohle noch. Nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass ich diese Ordnung hier beibehalten kann. Auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit braucht zum Sortieren.
Ja, es ist ja. Oh, wir können mal ein bisschen einen Exkurs machen. Ich werde ja inzwischen hier öfters mal den Exkurs machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, oder? Den Exkurs mache ich, wenn ich. Ich mache in der nächsten Folge, so wenn ich das hier verkleide, einen Exkurs zu Sortieralgorithmen in der Informatik. Habe ich gerade entschieden. Das ist vielleicht am Anfang von der Part ganz gut. Und irgendwie, das kommt immer ganz gut an, wenn ich über Informatik rede. Das ist irgendwie ein spannendes Thema. Das ist ein Teil des Topic, Leute. Daumen hoch und favorisieren, wenn ihr Bock habt. Ne, das war was ganz anderes. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr erkannt habt, wo das jetzt wieder herumherkam. Dann seht ihr auch, was für YouTuber ich momentan sehe. Ich mache momentan hier Werbung für alle möglichen Leute, hey. Im nächsten Part werden wir über Sortieren reden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Sieht man das noch? Jetzt sieht man's. Bam.